Herzlich willkommen bei belocal.de. Wir waren auf der ITB 2012 und haben unsere Partner gefragt, was sind die drei großen Trends dieses Jahr und was sind die größten Herausforderungen 2012 für den Tourismus? Und hier sind die Antworten. Der Trend zum Städtetourismus, zum klassischen Städtetourismus bei uns in Heidelberg, verbunden dann mit Angeboten im kulturellen Bereich, mit unseren Festivals. Den zweiten Trend sehe ich ganz klar im Social Media Marketing, im Online Marketing. Das wird das Marketing der Zukunft sein, wenn auch die klassische Pressearbeit für mich immer noch sehr, sehr bedeutend ist. Und der dritte Punkt sind aus unserer Sicht, was wir hier bewerben wollen, der Medizintourismus, der immer größere Bedeutung für Heidelberg bekommt. Die drei Trends, die für mich jetzt wichtig sind, natürlich auch für unseren Bereich wichtig sind, es gibt sicherlich sehr viel mehr. Das ist einmal der Trend zum anhaltenden Deutschlandtourismus. Die Leute machen gerne Urlaub in Deutschland, aus dem Ausland und aus dem Inland. Die Leute bleiben auch gern zu Hause. Ein anderer Trend, der für uns auch wichtig ist, ist der Städtetourismus. Er boomt nach wie vor, das versuchen wir für uns zu nutzen. Und der Trend zum Naturtourismus, wobei die Inszenierung der Natur dabei eine wichtige Rolle spielt. Der erste Trend ist für uns Nachhaltigkeit, das heißt eben weiterhin daran zu arbeiten, Umwelt und Reisen in Einklang zu bekommen. Der zweite Trend ist für uns sicherlich Innovation durch technischen Fortschritt, schlussendlich Elemente wie mobiles Reisen, sage ich mal, Mobile Tourism. Und der dritte Trend ist für uns Mehrwerte zu schaffen und damit als Reiseveranstalter auch für die Kunden Mehrwerte zu schaffen. Wir haben ausgemacht, dass so Garten- und Naturreisen ein großer Trend sind. Das hat auch mit der Floriade zu tun, die wir ja auch betreuen. Dann sind es, was die Berichterstattung angeht, Blogging und Social Media. Das ist ganz groß im Kommen im Reisemarkt. Und dann auf der anderen Seite auch Städte- und Kulturreisen. Also ich finde den Trend zu mehr Entschleunigung, zu mehr Entspannung im Urlaub wahnsinnig wichtig, also nicht mehr das Erlebnis. Und dann der Trend zu Deutschland, zur Heimat, finde ich auch sehr wichtig. Und überall sieht man natürlich Kreuzfahrerschiffe. Trend Nummer eins ist, dass die Leute immer kurzfristiger buchen. Die Leute sind, Trend Nummer zwei, auf der Suche nach kulturellen Höhepunkten in Verbindung mit aktiven Urlaubserlebnissen. Was sind die größten Herausforderungen 2012 für den Tourismus? Wahrscheinlich ist es dieselbe Herausforderung, die wir alle haben, nämlich die Sachen, die wir machen, an die Gäste zu bringen, bei den Gästen auch bekannt zu machen. Das ist natürlich in Zeiten von Social Media immer mehr Menschen informieren sich online, weniger durch die gedruckten Medien. Man muss da seine Arbeit natürlich immer anpassen und das ist eine große Herausforderung für uns auch. Die eine Herausforderung für 2012 ist, glaube ich, dass wir sicherlich nach dem relativ schweren Jahr nach Fukushima, gerade im Asiengeschäft, ein Jahr hinbekommen, wo wir uns konsolidieren, gut wachsen. Also wir hatten 2011 ein Bombenjahr. Wir haben eine Rekordzahl von 11 Millionen ausländischen Touristen in Holland gehabt. Und ich glaube, die Herausforderung ist einfach, diese Zahl noch zu übertrumpfen. Für mich ist die Herausforderung, dass wir weiter kreativ bleiben vor dem Hintergrund der Finanzen. Also der Deutschlandtourismus ist nicht so aufgestellt, wie wir uns das wünschen. Die Finanzierung ist immer schwierig in den Städten, in den Gemeinden und in den Regionen. Das ist für uns eine große Herausforderung. Wir hatten 2011 einen sehr hohen Gästezuspruch. Wir haben über 17 Millionen Übernachtungen in Sachsen gehabt. Das gab es noch nie. Und jetzt ist die große Herausforderung, die Leute zumindest auf dem gleichen Level für Sachsen zu begeistern. Was sind Ihre Trends und Herausforderungen in 2012? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar oder senden Sie uns Ihr Feedback. Wir sind sehr gespannt. Und nicht vergessen, es gibt viel zu entdecken. Bis zum nächsten Mal, Ihr belocal.de Team.